Backen, Braten, Dämpfen, das alles mit einem Gerät. Und um welches Gerät sich handelt, das erfahrt ihr in diesem Video. Und dabei wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, in einer guten Küche dürfen natürlich gute Hausgeräte nicht fehlen. Und aus dem Grund präsentiere ich euch in diesem Video den DGC 7845 HC Pro aus dem Hause Miele. Und wir haben hier einen Dampfbackofen in der Kompaktgröße. Das heißt, wir haben ein Gerät mit einer 45 cm Höhe. Also für die Nische. Wir haben das Ganze hier kombiniert mit einem Kaffeeautomaten und mit einem normalen Backofen, der noch eine Dampfunterstützung hat. Und der DGC 7845 HC Pro hat auch das große M-Touch-Display, wo wir später im Video nochmal genau drauf eingehen. Nicht nur in die Röhre schauen, sondern auch abonnieren. Das Gerät selber hat einen Griff, gibt es aber auch noch grifflos für die puristischen Küchen. Und wir haben hier einen Edelstahl-Innengarraum in Leinenstruktur. Für die Reinigung ist das an der Stelle sehr interessant. Und ihr seht schon, wir haben hier im Kompaktgerät drei Einschubebenen. Und da ist die Frage an euch, wie viel Einschubebenen benötigt ihr, wenn ihr mit euren Backöfen, Kombidämpfern arbeitet? Das würde mich mal gerne interessieren. Bitte in die Kommentare schreiben. Ja, da wir ein Gerät haben, was mit Feuchtigkeit arbeitet und auch beim klassischen Backofenbetrieb, wird es nicht ausbleiben, dass der ein oder andere, das ein oder andere Kondensat hier oder der ein oder andere Krümel sich auf der Scheibe wiederfinden. Und wir haben hier eine Auffangrinne, dann hier die Gummilippe, die das Ganze dann auch in die Rinne leitet, wenn die Tür angekippt ist. Auch hier nochmal ein sehr schönes Zubehör, was an dem Gerät angebaut ist, was an der Stelle dann auch praktisch ist. Ja, unser 7845, 45 oder die 5 in der Kennung des Gerätes, steht ja für den Festwasseranschluss. Und wir haben hier nicht nur einen Festwasser- oder Frischwasseranschluss, sondern wir haben hier auch die passende Abwasserleitung mit dazu. Und wenn das nicht der Fall ist, habt ihr dann auch die Möglichkeit, bei dem Gerät DGC 7840, da fehlt die 5, wären statt einem Tank, wären dann zwei Tanks an der Stelle. Wir haben hier die motorisierte Blende, die funktioniert natürlich auch beim Wiederschließen. Und wenn wir das Ganze nochmal öffnen, haben wir hier in der Mitte noch so einen komischen Punkt, der so leicht eingefasst ist, gummiert ist. Und wenn wir den rausziehen, haben wir hier unser Bratenthermometer kabellos. Das ist quasi hier versteckt bzw. immer aufgeräumt, kann somit nicht wegkommen und dann ist es immer einsatzbereit, wenn es dann halt auch gebraucht wird. So, jetzt haben wir ja gesprochen, dass das Gerät wasserführend ist, dass wir hier bei diesem Gerät einen Festwasser- und einen Abwasseranschluss haben. Da kommen wir jetzt gleich mal zu dem mitgelieferten Zubehör. Denn wir haben hier nämlich die passenden Schläuche. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Schläuche aus hygienischen Gründen nicht verlängert werden dürfen. Also da ist bei der Planung darauf zu achten, dass die Wasser- und Abwasseranschlüsse in der Nähe der Geräte sind. Ja, und was ist noch mit im Lieferumfang enthalten? Wir haben hier drei Einschubebenen und wir haben im Lieferumfang enthalten einen Satz Flexi-Auszugsclips. Die können beliebig auf den Schienen festgesetzt werden und dann haben wir hier entsprechend die Vollauszüge für selbstverständlich das Rost, was im Lieferumfang enthalten ist, dann die Universalpfanne und dann haben wir hier noch die kleineren Gärbehälter, einmal ungelocht, einmal gelocht. Dann ist noch ein bisschen Chemie dabei, denn wir haben hier die Miele-typischen Entkalkungstabletten sowie die Befestigungsschrauben. Und
Wir haben den Hydro-Cleaner mit dabei, denn dieser Backofen wäscht sich selber. Das habt ihr schon im ein oder anderen Messevideo gesehen. Haben wir euch gezeigt. Das Gerät circa 4 Stunden hat hier ein separates Programm, ein Waschprogramm. Und ja, vom Ergebnis her sehr überzeugend, denn das Gerät wird wieder richtig schön sauber, auch wenn man da mal gut drin rumgesaut hat, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann haben wir noch einen großen Behälter gelocht. Warum haben wir jetzt nur einen großen gelochten? Weil wir haben ja die Universalpfanne, das wäre dann die ungelochte Variante an der Stelle. Ja, und bei den Kompaktgeräten ist es ja immer so, dass bei uns gerade auch in der Beratung immer ganz oft das Thema aufkommt, ja, passt denn da ein Bräter rein oder passt da mein Bräter rein? Von der Größe, von der Fläche des Garraums, alles gut, ändert sich ja nichts im Vergleich zu den großen Geräten, ist ja nur das Thema der Höhe. Und bis jetzt haben die Kundenbräter immer reingepasst. Und wenn es doch dort mal eine Herausforderung geben sollte, habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch, beziehungsweise eine etwas größere Empfehlung. Und zwar gibt es ja von Miele die passenden Bräter, die direkt in die Gitter passen, beziehungsweise auf die Vollauszüge. Das jetzt die große Variante. Den gibt es auch noch in der halbierten Variante. Für einen 3- oder 4-Personen-Haushalt völlig ausreichend, die kleine Variante. Und da müsst ihr halt drauf schauen. Die gibt es halt auch mit einmal induktionsfähig und nicht induktionsfähig. Also wenn ihr ein Induktionskochfeld habt, könnt ihr das Ganze natürlich dann auch als Pfanne mit auf eurem Kochfeld benutzen. Aber es soll ja um das Gerät gehen und da schauen wir jetzt mal, wie angekündigt, was denn hier die Bedienung macht. Denn wir haben hier die große M-Touch-Bedienung bzw. die klassische M-Touch-Bedienung. Und dann gibt es ja noch die dreizeilige, die M-Touch S. Ist dann halt nur so groß. Wie gesagt, jetzt hier die vierzeilige. Vom Aufbau her sind die beiden identisch, nur dass man dann halt eben das eine oder andere Mal in der Menüführung eine weitere Seite wischen muss bzw. darf. Denn wir haben hier von der Reaktion, Display reagiert sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Herstellern, ist das, finde ich, mega. Denn schon bei der kleinen Touch-Bedienung ist es so, dass dort wirklich eine perfekte Reaktion ist und auch hier reagiert das Gerät auch auf unterschiedliche, ja, Personen. Haben wir hier wirklich kein Hängen, kein Doppelwischen, also wo man halt eine Seite überwischt, sondern es reagiert hier an der Stelle wirklich perfekt. Und dann gehen wir einfach mal in die Heizarten rein. Die finde ich auch sehr gut vorsortiert, denn die Heizarten, die man am häufigsten nehmen wird, sind auch gleich hier auf der ersten Seite angeordnet. Wir haben die Heißluft Plus, also die klassische Heißluft, beziehungsweise was früher mal die Umluft war. Wir haben die Ober-Unterhitze, wir haben das Kombigarn, also quasi Backen und Dämpfen miteinander kombiniert. Gerade wenn es halt ein schönes Stück Fleisch ist, was halt eine schöne Kruste bilden soll, ist das halt sensationell. Dann haben wir das Dampfgarn selber und auf der nächsten Seite findet sich dann das Sous-Vide-Garn, das Intensivbacken, was bei anderen Herstellern die Pizzastufe ist. Eine klassische Unterhitze, Oberhitze, dann kommen die verschiedenen Grillvarianten. Dann haben wir noch ein Kuchenspezial, besonders gut geeignet für Rührkuchen, für Laugengebäck. Und dann haben wir noch die etwas energiesparenden Eco-Heißluft und Eco-Dampfgarn. Ja, mit dem Pfeil, ganz klassisch, wie bei allen anderen Miele-Geräten, gehen wir zurück. Dann haben wir die Automatikprogramme, Spezialanwendung. Automatikprogramme auch schon mehrfach erklärt. Hier natürlich jetzt alles schön aufgereiht, kann man da in die einzelnen Bereiche reingehen. Ihr seht schon, wir haben hier das Display voll ausgefüllt. Auch die zweite Seite ist hier vollends. Und ja, im hinteren Teil gibt es dann noch mal so ein paar Exoten. Wir haben Automatikprogramme für Krustentiere, für Muscheln. Wenn wir jetzt reingehen, sagen ja, Muscheln ist ja dann nicht so dramatisch. Nein, nein, wir haben natürlich verschiedene Muschelsorten, die dann hier aufgeführt werden und somit dann entsprechend auch gegart werden. Und wenn wir in die Spezialanwendung gehen, ist das, was ich jetzt gerne auch noch mal zeigen möchte, haben wir ja
Neben klassisch erhitzen, auftauen, blanchieren, dürren wird bei uns zu Hause immer sehr oft genommen. Obstdürren gibt es hier, Menügern und Mix and Match. Mix and Match ist frische Speisen auf dem Teller hier im Gerät zubereitet. Da empfehle ich euch einfach mal unser Messevideo. Das ist schon ein paar Jahre, liegt das zurück. Aber da haben wir gemeinsam mit den Köchen auf dem Miele-Messestand das ganze Thema Mix and Match ausprobiert. Und das Ergebnis, ja, kann man schlecht erklären. Das muss man einfach mal gesehen und noch besser erlebt haben. Deshalb einfach nochmal dort dieses Video angeschaut und dann gehen wir hier direkt in das Menügarn, was ja bei Miele ein Novum ist. Und zwar könnt ihr hier bis 3 Bestandteile für euer Gericht festlegen und das Gerät sagt euch dann, mit welchem Bestandteil ihr anfangt und dann welche Bestandteile nachgeschoben werden nach der gewissen Zeit X, dass dann wirklich am Ende alle 3 Bestandteile perfekt fertig werden. Und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir hier, wählen wir einmal aus den Reis, dann nehmen wir einen Langkornreis, dann nehmen wir den Basmati-Reis, dann sagt er uns schon, wo der hingehört, dann bestätigen wir das Ganze, Wasserzugabe ist mit dazu geschrieben, dann weiteres Lebensmittel hinzufügen, ganz einfach, also wirklich auch intuitiv, dann sagen wir, okay, nehmen wir noch ein Gemüse dazu. Nehmen wir den Brokkoli, den haben wir schon geteilt in Röschen, die sind mittelgroß und wir hätten die gern ein bisschen bissfester. Das Ganze auch wieder bestätigt und jetzt nehmen wir noch ein Lebensmittel hinzu. Was fehlt noch? Ein Fisch oder ein Fleisch? Wir entscheiden uns jetzt mal für das Fleisch. Nehmen wir ein Geflügel, eine Pute, in dem Falle die Putenbrust. Darf schon ein bisschen mehr sein, 400 Gramm denke ich mal ist okay. Und das Ganze halt bestätigen und dann können wir schon mit dem Menügarn starten. Und die Putenbrust beginnt an der Stelle und dann wird das Ganze bestätigt. Gerät wird aufgeheizt, in unserem Fall jetzt nicht, weil wir sind in der Messeschaltung. Und dann gehen alle 3 Bestandteile, laufen dann hier durch und sind am Ende perfekt auf den Punkt gegart. Ja, nachdem natürlich der Garvorgang abgeschlossen ist, habt ihr die Möglichkeit, das Gerät zu reinigen. Dafür gibt es ja dann auch den Menümodus Pflege. Da übrigens die Empfehlung, nochmal in das Video von der Euro Cucina reinzuschauen. Denn da haben wir ja nochmal euch eingefangen, wie das aussieht, wenn sich das Gerät wäscht. Das wäre dann das Hydroclean. Aber ihr habt natürlich auch hier die Möglichkeit, das Gerät, wenn es innen drin feucht ist, zu trocknen, das Gerät einfach nochmal durchzuspülen, wenn es stark verschmutzt ist, einzuweichen und natürlich bei wasserführenden Geräten ganz wichtig, zu entkalken. So, jetzt haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch und zwar in den Einstellungen könnt ihr sämtliche Dinge hier einstellen, also Display, Lautstärke, Datum, Uhrzeit, also die klassischen Dinge, aber ihr könnt halt auch einstellen, warm halten, Booster, wie der reagieren soll. Wasserhärte, ganz wichtig, müsst ihr einstellen. Die Dampfreduktion. Und dann gibt es noch den Annäherungssensor. Und da könnt ihr halt für euch festlegen, dass, wenn ihr an das Gerät geht, das Gerät schon automatisch einschaltet oder das einfach nur, wie jetzt in unserem Fall, wenn man rantritt, dass das Licht angeht. Also hier könnt ihr euch auch nochmal einen gewissen Komfort einstellen. Finde ich nochmal eine sehr schöne individuelle Lösung und macht das Ganze dann, sind ja schon am Ende, macht das Ganze dann natürlich auch hier wirklich, ja, sehr angenehm, das Gerät zu bedienen. Mit den ganzen Automatikprogrammen und mit der einen oder anderen Spezialanwendung habt ihr natürlich eine entsprechende Hilfe, um hier die, das Zeitfenster beim Thema Kochen hier ein Stück weit zu reduzieren, beziehungsweise, wie man es nimmt, Kochvideos mit dem Boha Expo hier auch schon mal erklärt haben, dass ihr hier die Möglichkeit habt, wirklich im Haushalt parallel Dinge zu handhaben. Oder wenn ihr Gäste habt, könnt ihr euch wirklich um eure Gäste kümmern und das Gerät kümmert sich um eure Speisen. Und am Ende kommen halt wirklich hier wirklich sehr genussvolle Speisen heraus. Alles dann auch sehr, sehr lecker. Wie gesagt, hier gilt einfach, wer so ein Gerät hat, wer sich so ein Gerät anschaffen möchte, am Anfang wirklich größtenteils über die Automatikprogramme zu gehen, das Gerät kennenzulernen und dem Gerät
einfach vertrauen und am Ende dann halt auch genießen. Ja, genießen könnt ihr auch weitere Videos von uns. Sehr interessant, unsere Küchentouren oder andere Technikvideos, je nachdem, was euch interessiert. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.